So, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Clicker Hero Chick. Genau. Nope, ist die falsche Version. Bitte gehen die weg. Das ist schon besser. So. Ich bin ein Mann, ich hab nicht nur zwei Eier, ich hab drei. Das ist das Bermuda-Dreieck hier. Ja. Ach, sehen Sie? Schauen Sie. Ja, heute irgendwie, heute will mich echt jeder trollen. Wisst ihr, erst spiele ich hier Clicker Hero, ja, ich, meine Gefühlewelt. Ich spiele ganz normal, der sich hier so, Digga, was ist mit dem eigentlich da los? Ich meine, sieht man das? Digga, alle haben hier so einen komischen Fisch. Der hat eine Fischbombe, alle anderen haben Fischgesicht. Guckt euch das mal an, das sieht ja zum Schießen aus. Hier, guckt euch das Ding an. Was ist das? Was ist mit dem Gesicht los? Was ist geschehen? Das ist so traurig. Alter, oh Gott. Wie es einfach überall reinkopiert wurde. Also richtig billig Photoshop, aber sieht halt ultra. Vor allem das hier, der Typ sieht halt einfach so aus wie so eine Straßennutte. Ich weiß auch nicht. Gott. Ja. Habe ich nicht schlecht geguckt, als ich das gesehen habe. Schöner Aprilwitz. Und dann ist mir auch noch privaten Malheur passiert. Ich habe kurzzeitig an meinem Verstand gezweifelt. Wisst ihr? Ich so schön, denk mir so, ja, das Bild flackert. Denk mir so, ja, okay, komm, ist Feierabend, heute spielst du ein bisschen Doom. Also für alle die Doom kennen, das da müsste da sein und das da müsste da sein. Irgendwie ist hier verdrehte Welt. Ja, in Crispy Doom sind einfach heute als April-Scherz alle Maps gespiegelt. Ja. Ich dachte erst ein bisschen, ich habe so komisch, habe ich hier was falsch eingestellt? Habe ich hier was verstellt? Habe alle Einstellungen durchgeguckt, und habe dann später, weil ich dann Hilfe schreiend im Internet gelesen habe, also gesucht habe, ob man das, ob ich da irgendwas verstellt habe. Nein, es ist ein April-Scherz. Ja, danke dafür. Gut, wir aktivieren hier nochmal. Komm, wir machen hier nochmal Party hier. So, bam. Vielleicht reden wir noch ein bisschen was raus. Wir sind tatsächlich extrem weit gekommen. Corona. Ja gut, das geht ja voll schnell. Ich bin hier begeistert. Ja, okay. Wir haben derzeit... Seit gestern. Gestern hatten wir die 7 angefangen. Jetzt bin ich in der 11. Also eine mehr als geplant. Läuft gut. Und tatsächlich auch schon bei 67. Das heißt, wir haben unsere Transcension relativ gut gemeistert. Ne, hier hatten wir ja so ungefähr 13. Ja, und hier haben wir jetzt schon alleine 16. Was man auch in den Ancient Souls merkt. Wir haben fucking jetzt schon, obwohl die Ascension noch nicht fertig ist, haben wir jetzt trotzdem schon 75 Ancient Souls. Wir können also heute richtig fett Transcension machen. Ja, finde ich geil. Finde ich richtig geil. So, vorher lassen wir hier die Kasper-Köpse hier nochmal ein bisschen Köpseln. Mal gucken, vielleicht schaffen wir was in der nächsten Transcension. Ja, wobei, nee, schaffen wir noch nicht. Wollte gerade sagen, vielleicht schaffen wir es ja auf die Dame hier, die auch ein hübsches Kostüm trägt. Aber nein, schaffen wir noch nicht. Ich meine, die gehen ja alle noch hier, aber der hier, dieser Moloch, der ist einfach,
Das Bild ist einfach so durch. Das ist einfach so, nein. Das sieht so komisch aus. Das sieht so falsch aus. Ja. Ich weiß nicht. Vor allem halt einfach immer einfach so komplett rotzfrech einfach so rein kopiert mit Photoshop. Das sieht halt immer so zum Schießen aus. Ist schon witzig. Ist schon witzig. Ja gut, okay, hier sein Hut natürlich. Das ist so falsch. Warum tun die das? Einfach mal so einen Block eingefroren. Oh Gott. Schön, schön. Ja, sehr schön. Okay. Nett. So, schaffen wir es auch noch auf 50? Sehr schön. Dann wir jetzt eine Bamsa machen. Schaffen wir den Boss doch locker. Ja, seht ihr, es geht doch schon mal viel schneller. Holy moly. Wie der hier in die Kamera lächelt. Hallo. Schön. Schön. Endlich mal 1. April-Gags, über die man auch lachen kann. Ah, der Boss wird schon wieder ganz schön langsam. Ach komm, das lohnt sich doch eh nicht. So. Weg da. Wir können für fast 80 Transzenten. Geil. Finde ich cool. Dann machen wir das auch mal. Ja. Bam. So, okay. Was? Oh Gott. Was wir haben, ist ein bisschen Liebe. Tja, guck mal, Wakamaru, der bleibt auf jeden Fall bei Level 5, der ist sowas von overpowered. Hat er gesehen, selbst in den letzten Levels hatte ich immer nur noch zwei Monster pro Level, also der ist schon komplett, der ist schon viel zu heftig. Wisst ihr was, wir behalten die 79 erstmal und dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie gezielt dann gebrauchen können. Jetzt würde ich mal sagen, wir lassen erstmal die Ascension direkt mal anlaufen hier, damit das schon mal losgeht. So mit Power und so. Dann holen wir uns auch mal unsere Eyeline, unsere Küken, unsere Gel. Achso. Stimmt, ja, Gold bekommen wir auch. Das ist aber schön. Achso, 25 erstmal rausnehmen hier. Siehst du, geht jetzt das eigentlich, wenn ich die jetzt hier raufpacke? Bam. Dann müsste ich ja mit einmal. Bam. Geht das? Brumm. Ja, eher schlecht als recht. Bringt jetzt nicht so viel. Man merkt, das ist. Naja, so viel Geld kommt da nicht. Na gut, weg damit. Du auch weg. Und du auch weg. Gut, dann kannst du auch wieder weg. Du kannst auch weg. Verpisst euch. Die gibt's nicht zu sehen. So. Sehr schön. Quick Ascension? Ja, nein. Doch, machen wir. Ich bin am Überlegen, weil wir hatten hier immer so einen Sprung drin, ne? Hier war eine 0, ne? Und bei der nächsten Ascension war gleich direkt eine 2. Liegt das daran, dass wir mal eine Quick Ascension machen? Ich mache mal jetzt noch eine Quick Ascension. Und dann müsste jetzt eigentlich bei der nächsten Ascension, müsste dann jetzt hier eine 3 sein. Wenn ja, ist nämlich von meiner Vermutung richtig. Das hat mich nämlich ein bisschen gewundert, warum auf einmal eine 2 stand, obwohl ja, ne? Nach der 0 kommt die 1, normalerweise. Ja. Transcension. Ja, hier stehen schon zwei jetzt drinne. Okay, das heißt, hier werden die Quick Ascension natürlich auch mit reingezählt. Okay. Ist natürlich ein bisschen so für die Statistik ein bisschen blöd. Macht das Ganze ein bisschen schwerer vergleichbar, aber gut, ganz ehrlich. Wenn man es weiß, weiß man es. Von daher, was soll's. So, Agent, haben wir wieder vielleicht einen guten dabei? Nicht so. Aha. Gott, in letzter Zeit habe ich ganz schön viel Glück. So, und dann nochmal. So ist gut. Ja, doch, so ist gut. Okay.
Dankeschön. 1, 2, 3. Dankeschön. Badadadam. Bam, bam. Danke, danke. Da, danke. So, hier machen wir mal. Ach, komm. So. So, so, so. Und dann 1, 2. Aha, 1, 2. Ach ja. So, und jetzt machen wir wirklich nur bis 150. Ne? Ich meine, wir haben ja bei der letzten Ascension gesehen. Also jetzt, die erste Ascension ultra lange warten bringt unterm Strich genau gar nichts. Das ist so komplett useless. Das kann man sich echt wünschen. In, ja, ich weiß nicht. Bis Level 150 bekommt man relativ viele Bosse, relativ viele Primal-Bosse. Und dann aber kriegt man bis Level 300 oder sowas, keine Ahnung, gar keine Bosse mehr. Ist ein bisschen deprimierend, aber gut, ist halt so. Damit können wir leben. Dann ist die erste Ascension halt ein bisschen kürzer. Macht ja auch nichts. So, hier haben wir schon mal alles. Hier haben wir auch gleich alles. So, so, so. Ich muss hier up to date bleiben. Immer schön nachts hin hier. Damit ich auch immer schön vorstürmen und hier ja nicht aus dem Instacle rauskommen. Ja? Wir wollen hier nicht ineffizient leben oder sowas. Achso, willst du apropos ineffizient leben? Ha, mal ein paar Autodicker verwenden. So. Was wir mal zuerst machen, ist hier mal direkt gucken. Genau, hier haben wir jetzt alles. So, dann gucken wir mal hier. Danke. Danke. Danke, danke, danke. So. Du gehst mal bitte weg. Und gehst schon mal zum nächsten. Oh. So, dann können wir dich mal langsam hier hochziehen. Auf Level 50 oder so. Auf jeden Fall auf ein sauberes Level. Die schicken wir alle auf 75. Und das ist schon der nächste. Sehr schön. Oh, das war doch manuell. Muss ich weniger nachjustieren. So. So. Na komm, na komm. Erstmal hier direkt kaufen. Kaufen und verkaufen. Das Standardgeschäftsmodell der Deutschen Bank AG. Das sieht einfach so komisch aus, Alter. Das sieht so falsch. Oh Mann, ey. Warum machen die sowas? Finde ich ein bisschen genial. Eigentlich sogar ganz toll. So, hier müssen wir erstmal noch 5 Level rauf. So. Ja. So. Gott, Alter, hier bist du. Wir brechen mittlerweile so schnell vor, dass du hier so hinterher sein musst mit dem Nachkaufen, damit hier nirgendwo mal in Leerlauf gerät. Das ist ja schlimm, ist das ja hier. Ist ja fast Fließbandarbeit hier. Ich dachte, es ist verboten in ist verboten in illegal. Ja, nee, ist klar. Ist verboten in Deutschland. Wobei das natürlich auch nur bloß ein Witz ist. Es ist natürlich nicht verboten. Höchstens für Azubis oder sowas. Deutschland lebt von Fließbandarbeit. Also. So, Alter, du bist hier echt nur am Level nachkaufen. Komm, bist du mit dem einen Held fertig, kommt der nächste. Den du um die Ecke bringen musst.
Oh, wir sind schon fast bei Level 100. Oh mein Gott. Dort geht ja ratzfatz. So, hier oben haben wir jetzt soweit alles, oder? Ja, sehr schön. Armin Hopp kommt bald auch auf Level 100. Also, bekommt bald 100 Level. So meine ich das. Das wäre sehr schnieke. Ja, Bosse habe ich jetzt hier jetzt heute gar nicht gemacht. Ich hatte irgendwie keine Lust dazu. Wir können hier mal ein bisschen fighten. Ja, okay. Das bringt genau gar nichts. Und kein Bock mehr. Ach, man kann jetzt auch gar nicht verlassen. Sehr hässlich. Ja, Autoklicker vor. Brrr, ey, es ist nicht mal eine einzige Zahl verändert sich hier. Das ist ein bisschen deprimierend. Mal gucken. 890. Ha? 890. Und wie viel haben wir? Ich sag mal so. Ja gut. 67. Also fehlt uns das 1 hoch, also 1 mal 10 hoch 800-fache. Oder so. Wie auch immer man das sagt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Das ist ja wohl hoffentlich klar. So. Oh, wir können schon für 2 senden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ist jetzt hier bei der nächsten. Hallo? Ich hab doch gerade. Mach doch mal. Wieso kaufst du nicht? Bist du bekloppt oder so? Danke. Kein Respekt mehr, je. Kauf dich doch selber. Arsch. So, damit haben wir auch jetzt schon mal dieses Ascend-Dings-Monster. Und dann können wir gleich ascenden. Ein Träumchen. Frostlief, Alter. Ach ja. Mein kleiner Frostlief, ey. Da lief der Frost. Wobei man sich bei manchen Namen echt schon fragen kann, wie die auf solche Namen kommen. Ne? Also jetzt mal no joke. Das ist schon ein bisschen geil. So richtig geil. So, haben wir hier auch alles. Sehr schön. Dann füllt ihr das noch hier einmal. Dann hier noch ein bisschen was. So. Und dann können wir gleich direkt zu Frostleaf wechseln. Ich hab doch geklickt. Ne. Da! So. Bringt zwar nichts, macht aber Spaß. So, schwuppsdawupps. Jetzt einen Autoklicker freigeben und hier aufsetzen. Und schon sind wir die glücklichsten Menschen der Welt. Ach ja. Ah. Tja, ab jetzt ist es wieder ein Selbstläufer. Sehr schön. Wow, stopp hier. Erstmal ein paar Upgrades kaufen. Mein lieber Freund. So, jetzt kannst du weitermachen hier. Ach ja. 1E5 haben wir schon mal. Bis wo haben wir letztens versucht? Bis 1E6? Nee, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir jetzt vielleicht bis Level 200. Mal gucken. Auf jeden Fall, sobald ich merke, okay, es kommen keine Primal-Bosse mehr, hören wir auch auf. Weil warten lohnt sich halt nicht. So. Ist jetzt echt bloß noch ein Warten. Ne? Irgendwie voll langweilig und so. Finde ich nicht geil. Mag ich gar nicht. Ne, überhaupt nicht. Bin ich nicht mit einverstanden. Ich habe mal gucken, bis wohin die Cyber-Demon. Alter. Ich sollte aufhören, so viel Doom zu spielen. Bis wohin die Primal-Boss-Strähne, bis wohin die reicht.
Also bei 55 jetzt gerade hatten wir zum Beispiel keinen mehr. Bei 50, also bei 150 hatten wir noch einen. Mal gucken, ob wir jetzt bei 160 einen haben. Yay! Und schon haben wir 2E5. Machen wir noch weiter oder hören wir einfach auf? Weil für die grundlegende Sache reicht es jetzt eigentlich schon. Wir können ja mal gucken. Simon Engine. Admin. Na gut. Wie viel kosten 10 Level? Ja, siehst du, dafür reicht es schon locker aus. Also ist da. Ab jetzt kommt keine Palme mehr. Ach komm, jetzt hinten. Bam. So. Dann Simon Engine. Klickschaden auf alle Fälle. So, während ich hier klicke, kannst du schon mal hier direkt loslegen. So. Ja, meine Goldies. Das ist diese. Ah, guck mal, Wakamaru. So, den mache ich da tatsächlich auch mal auf Level 10. Bumm. Und Admin am besten auch. Die beiden lohnen sich auf jeden Fall. Und das spüre ich nicht mehr in der Kasse. Das ist sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Ja, komm. Ah, wobei, ich weiß nicht, ob es jetzt schon lohnt, echt alle zu holen. Ach komm. Warum kann man bitte auch hier oben bleiben? Mit dir los, ey. Weil die werden halt jetzt auch sehr schnell sehr teuer. Healing up, das war ja doch genau. Ich nehme einfach direkt alle. Also alle, die sich lohnen für uns. Also alle, die nicht für passiv sind. Langsam wird es echt teuer. Kann das sein? Oh ja. Oh ja, langsam wird es teuer. Langsam spürt man. Eieieiei. Alter, der kostet ja jetzt schon 10.000. Also allzu viele dürfen jetzt nicht mehr kommen, ne? Ich meine, die ganzen wichtigen haben wir jetzt schon alle. Wobei, ne, der für Crit-Schaden fehlt noch. Oder? Habe ich den übersprungen? Ach ne, der ist er. Okay, doch. Also alle wichtigen haben wir jetzt schon. Mal gucken. Wie viele jetzt noch kommen sollten. Ah, eigentlich bloß noch der hier. Und dann haben wir alle. Genau, mehr kommen nicht mehr. Ja, das war's. Okay, da haben wir doch alle geschafft. Easy. So, ja, jetzt machen wir hier nicht auf langsam. Machen wir hier ein bisschen hin und machen wir hier ein bisschen Party. Machen wir hier noch ein paar so. Achso, mehr geht gerade gar nicht. So. Okay. Dann leveln wir mal alle auf. Gut. Euch machen wir erstmal direkt auf Level 100, die ganz preiswerten. So, dich mache ich auf Level. Dann die wieder die drei hier auf. Was? So. Perfekt. Und die ganz teure machen wir alle auf Level 10. Das können wir uns locker leisten. Dort ist kein Problem.
So. Haben wir bloß noch hier unten unsere drei und dann sind wir durch. Ist doch sehr schön. Dann haben wir schon wieder einen ordentlichen, ne? Einen ordentlichen, ne? Also dann ist halt alles, ne? Ist, wisst ihr schon Bescheid. Wisst ihr schon Bescheid, ja klar. So. Alles Paletti. Lassen wir so. Okidoki. Warum ist das hier so langsam? Verstehe ich nicht. Wie könnt ihr das machen? Einmal ist das Level kaufen so einfach. So, Upgrades. Und dann können wir hier schon mal nachkaufen. Hier oben haben wir jetzt alles. Sehr schön. Ach, siehst du, die ganzen Guilds noch. Okay, so viel sind es doch gar nicht. Ha! Voll viele und so, ey, voll nice. Ja, am Arsch. Ach, hier sind noch die normalen Grafiken. Hä? Okay, das ist jetzt ein bisschen lame. Warum haben die hier noch die normalen Grafiken? Okay, interessant. Ich dachte, die greifen auf die gleichen Grafiken zu. Scheinbar nicht. Warum sollten sie auch? Macht doch viel mehr Sinn, für alles neue Grafiken zu erstellen. Naja. Zumindest haben sie die vorhandenen Grafiken skaliert und dann als neue Grafiken verwendet, weil es sind eins zu eins die gleichen Grafiken, ne? Nur halt bisschen runterskaliert. Wobei ich auch das nicht, also das ist, auch das würde keinen Sinn machen, weil die Grafiken hier sehen eher aus wie hochskaliert. Also ich schätze mal, die greifen wirklich alle auf die gleichen Grafiken zu und zeigen die einfach nur anders an. Und hier haben die halt einfach die Standardgrafiken angezeigt und die haben sie halt abgeändert und als separate Grafik aber gespeichert. Und damit nicht die originalen Grafiken überschrieben. Also die originalen Grafiken müssen ja sowieso vorhanden sein, weil, was man nicht verwechseln darf, das hier ist keine spezielle Spielversion, sondern das ist die gleiche Spielversion, die wir auch davor gespielt haben. Ist ein lokales Spiel. Und ich hatte weder ein Update noch sonst irgendwas, sondern es ist einfach die normale lokale Version. Das heißt, die Grafiken, wie man sie hier sieht, sind schon die ganze Zeit im Spiel hinterlegt. Sie werden halt nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums aktiviert. Aber vorhanden sind sie schon die ganze Zeit. Das muss man sich immer bedenken, in der Weise im Hinterkopf behalten. Ja. Jutschen, dann würde ich mal sagen, war es das soweit? Oh mein Gott, hier können wir noch. Ne, halt, hier. Können wir nochmal nachkaufen und dann haben wir eigentlich alles soweit im Kasten und dann können wir. Oh, wir haben schon wieder ja, schon, ne? Fast eine Dreiviertelstunde. Aber gut, eine Transcension dauert halt auch ein bisschen länger. Gut, ich meine, dafür können wir jetzt auch fast jeden zweiten Tag eine Transcension machen. Also, die letzte Transcension ist ja gerade mal 2 Tage her oder so, keine Ahnung. Ach ne, siehst du, ist doch bloß eine halbe Stunde geworden. Easy. Aktiviert, aber vorhanden. Sehr schön. Na gut, dann können wir also jetzt an der Stelle auch erstmal, ne, Feierabend machen. Dann sieht man sich irgendwann mal wieder. In dem Sinne, ciao mit V.